Ja, heute frage ich Michelle Mündefering. Michelle, du bist Staatsministerin für internationale Kulturpolitik. Was macht eigentlich so eine Staatsministerin? Was ist das eigentlich? Ja, als Staatsministerin und Staatsminister sind wir ja die Brücke zum Parlament. Staatsminister ist die Bezeichnung für die Staatssekretäre, die parlamentarischen im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt. Und sicherlich vertreten wir auch den Außenminister bei bestimmten Terminen. Und mein Fachbereich ist die internationale Kulturpolitik. Und das ist die dritte Säule deutscher Außenpolitik. Also neben der Diplomatie, den Wirtschaftsbeziehungen gibt es auch die Außenpolitik der Gesellschaften. Und die hat übrigens Willy Brandt stark gemacht. Und das ist überall da, wo Menschen zusammenkommen. Also nicht nur Staaten miteinander verhandeln, sondern wo wir Menschen zusammenbringen. Und das ist ein besonders schöner Bereich, weil das ist auch Arbeit an der Weltvernunft und die brauchen wir heute mehr. Das hört sich wirklich großartig an. Jetzt waren wir doch im Vorsitz des UN-Sicherheitsrats. Was ist der UN-Sicherheitsrat? Was macht man da? Was haben wir da gemacht? Ja, die internationale Gemeinschaft, die UN-Charta wurde ja vor 75 Jahren ins Leben gerufen, damals von Roosevelt und Churchill, die das ja aus einer Position der Stärke heraus gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir müssen miteinander die Probleme der Welt lösen. Und wir sind jetzt als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat genau dafür angetreten, den Multilateralismus stark zu machen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir auch miteinander mehr erreichen können als alleine. Und ein wichtiges Thema, was ich auch mit behandeln durfte im Sicherheitsrat, ist das Thema Frauen, Frieden, Sicherheit. Wir hatten ja gerade Weltfrauentag. Und wir wissen, dass zum Beispiel Friedensverträge länger und besser halten, wenn auch Frauen beteiligt sind. Kein Wunder, weil die machen ja auch die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Das kann ich als Mann natürlich unterschreiben, das ist klar. Eine letzte Frage, du engagierst dich ganz besonders in Afrika. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie kam es dazu, was sind deine Ziele? Ja, Afrika, Subsahara-Afrika ist das ganze diplomatische Feld, was ich im Auswärtigen Amt bearbeite. Und das sind ja fast 50 Länder. Und Afrika ist ein sehr vielfältiger Kontinent. Über 2000 Sprachen und Kulturen. Und sicherlich auch ein Kontinent der Zukunft. Ich erlebe dort viele junge Menschen, auch starke Frauen übrigens. Ja, und viele junge Leute, die auch die Zukunft selber mitbestimmen wollen. Und mir ist es wichtig, dass sich auch unser Bild von Afrika verändert. Weil wir reden immer über Afrika als eine Einheit. Die ist es schon mal gar nicht. Und das andere ist eben, dass wir auch hier wissen müssen, dass wir miteinander die Zukunft gestalten. Und ja, das ist sicherlich ein Bereich, der in der Außenpolitik wichtiger geworden ist und auf den wir auch gesellschaftspolitisch noch viel stärker auch ein Augenmerk richten müssen. Vielen Dank. Soweit heute meine Fragen an Michelle Mündefering. Vielen Dank, Michelle. Danke. Danke, Lothar.